Das Weltpfadfindertreffen in England, das Jamboree zum 100. Geburtstag der größten Jugendbewegung der Welt. Auch für Johanna, Alex und Philipp aus Bayern ein Highlight in ihrem Pfadfinderleben. Ich bin gerade total aufgeregt. Das war der Hammer. So Gänsehaut-Feeling. So. Das beste Gefühl, das ich je hatte. Das ist einfach nur geil hier. Und man will gar nicht mehr weg. Und der schönste Moment war eigentlich, wo die Tauben losgelassen haben und die dann am ganzen Himmel waren. Zwei Winter vor dem Jamboree im Steigerwald. Im Landschlösschen Rockenbach stärkt sich der Pfadfinderchor MTA 62 für seine Auftritte. Der ganze Chor soll mit zum Lager. Doch mitfahren dürfen nur die über 14-Jährigen. So wollen es die strengen Jamboree-Regeln. Auch im Allgäu in Sonthofen freuen sich Pfadfinderinnen auf ihren Besuch auf dem Jamboree. Johanna Zuber und Resel Handlos leiten die Sippe der Füchse. Wir machen heute ein Hausspiel. Da sind immer Aufgaben drin und dann geht ihr zu verschiedenen Stationen. Auf den Spuren der Pfadfinderbewegung. An dem ersten Pfadfinderlager nahmen 86 Jungs teil, 19 oder 22. Und los. Und stopp. Es waren natürlich 22 Jungs auf dem Lager von Brown Sea Island dabei. Die eigene Geschichte halten die Pfadis lebendig. Sie wollen etwas spüren vom BP Spirit, vom Geist des Begründers Sir Robert Baden-Powell, kurz BP, dem dieses Singspiel gewidmet ist. Er hatte die Idee einer friedlichen, weltumspannenden Jugendbewegung, die ihren Mitgliedern vermittelt, wie man anderen helfen und glücklich leben kann. So, das langt schon. Also normal wickelt man es halt dann fertig und machst es dann fest. Pfadfinderinnen und Pfadfinder zu sein, das wird weitergegeben. Im Stamm, so heißt die Gruppe am Ort, und in der Familie, zum Beispiel in der von Johanna. Ihre Mutter Susi und auch ihr Vater sind Pfadfinder, auch Bruder Kilian. Sie alle feiern in diesem Jahr das große Jubiläum. Susi in Berlin beim Bundespräsidenten, Johanna beim Jamboree in England. Die Pfadfinderzeit war einfach eine tolle Zeit. Es war eine ganz tolle Gemeinschaft. Man hat ganz viele Leute kennengelernt. Und auch heute, wenn man noch Pfadfinder trifft, das ist einfach ein anderes Gefühl. Man hat einfach gleich einen Draht zu den Leuten. Auf der ganzen Welt, egal in welcher Sprache. Ich glaube schon, dass das vererbt wird, weil ich war ja von klein auf eigentlich bei den Pfadfindern mit dabei und mit meinen Eltern auf dem Lager. Jetzt bin ich halt selber voll aktiv. Osterferien im Naturpark Altmühltal. Hier betreibt der Evangelische Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder, kurz VCP, zu dem hier alle gehören, einen Zeltplatz. Philipp oder Wuffi, wie ihn hier alle nennen, frühstückt mit seinen Freunden. Der Jamboree-Trupp Bayern des VCP trifft sich zum Vorbereitungslager.
Ihr stellt jetzt die Koten auf im Wettbewerb. Ich gucke auf die Uhr und ab jetzt eine halbe Stunde. Ja! Oh. Eine Kote, das typische Schwarzzelt, aufzustellen, ist für Scouts eigentlich kein Problem. Noch 3 Minuten! Doch bei dem Wettbewerb kommt es auch darauf an, wie das Zelt später dasteht. Zeit rum! Hängt ein wenig durch. Da, wo es durchhängt, wird es reinregnen. Also für sonnige Zwecke optimal. Ja. Nicht ganz optimal, aber man kann sich reinlegen. In Regengebieten nicht zu empfehlen. Ja. Wir sind begeistert, dass ihr es alle geschafft habt, in einer halben Stunde die Kote hochzuziehen, dass sie steht. Dann hätte es noch Verbesserungsarbeiten gegeben beim einen oder anderen. Aber mit dem Rundumergebnis sind wir sehr zufrieden. Und jetzt gibt es die Platzverteilung. Und damit sind Sieger die grünen Mädchen! Hey. Ja, dürft ihr nehmen. Bevor wir dann anfangen aufzubauen, sprechen wir dann nochmal alle, wie wir es jetzt machen. Also Ablauf. Kurze Verschnaufpause und dann wartet schon die eigentliche Aufgabe des Tages. Jetzt soll aus Seilen, Holz, Heringen und den schwarzen Planen eine richtige Zeltburg gebaut werden, streng nach Plan. Und so soll sie später auch auf dem Jamboree stehen. Plötzlich kommt Unruhe auf von der Baustelle. Du musst drauf schauen, dass es richtig sitzt, wenn irgendjemand das falsch macht. Trotzdem bitte Spannung halten. Ist so. Alex? Am Anfang stand es richtig gerade und jetzt ist es schief. Das ist der Wind mit Sicherheit. Ist es schwer, so Jotten und Koten aufzustellen? Nein, eigentlich nicht. Das ist irgendwann einfach nur Routine. Und jetzt stehen nämlich, schau, jetzt stehen da hinten die Dings schief. Ja, bei mir die Aufsteller. Alexandra von der Bauleitung kriegt jetzt die Prügel. Das schaffen wir schon. Seid halt optimistisch. Müssen wir halt improvisieren. No risk, no fun. Eben, weil der Mast steht schief und das ist nicht richtig dran gebunden, weil das zieht es genau rüber und dann verziehen sich die ganzen Jürten außenrum. Und deswegen steht jetzt das ganze Zelt schief. Aber da können wir jetzt auch nichts mehr dran ändern. Noch bleibt Zeit zum Üben. Zelt ist vielleicht ein bisschen schiefer als gestern, aber gut. Wir sind fertig, das heißt, wir dürfen die Fahnen hissen und singen dabei Allzeit bereit. Allzeit bereit, den kurzen Spruch als Losung ich erkor. Den schreib ich in mein Lebensbuch, den halte ich stets mir vor. Das gibt dem Leben Zweck und Sinn, gibt Mut und Heiterkeit. Zu heilen Ernst und frohem Stil, Allzeit, Allzeit bereit. Das Warten hat ein Ende. Mitte Juli packt Alexandra zu Hause in Fürth den Rucksack. Also für mich ist es auf jeden Fall ein Höhepunkt, weil auf sowas kann man eigentlich nur einmal richtig fahren als Teilnehmer in seinem ganzen Leben. Und das so viele Leute kennenzulernen und aus verschiedenen Kulturen und Nationen und einfach die Pfadfinder in anderen Ländern kennenzulernen, finde ich schon eine tolle Erfahrung. Alexandra sortiert ihre Badges. So heißen die Aufnäher für die Pfadfinderhemden, die sie beim Jamboree mit jungen Leuten aus anderen Ländern tauschen wird. Und dann wird es richtig ernst. In Erlangen treffen die 40 Pfadis mit ihren Eltern und großem Gepäck ein. Ich glaube, wir hätten sie gar nicht. Da fahren wir dann nach Frankreich erstmal, dann mit der Fähre rüber nach England. Und da fahren wir dann zu einem Vorbereitungstreffen von unserem Verband, vom VCP. Das sind ein paar Tage und dann geht's los. Da fahren wir alle aufs Jamboree. Das ist dann ungefähr so 2 Wochen. Und danach gibt es nochmal vom Trupp selber ein kleines Nachlager auf einem Campingplatz in England. Noch ein Bussi für Mama und Papa. Und los geht's.
zum dreiwöchigen England-Abenteuer. Endlich das 21. World Scout Jamboree in Highlands Park, Essex bei London. 44.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus aller Welt feiern BP und den Geburtstag seiner Idee einer friedlichen Jugendbewegung. Alle 4 Jahre gibt es das Weltpfadfindertreffen auf irgendeinem Kontinent. Im Jubiläumsjahr ist das Mutterland der Bewegung England dran. 2 Wochen lang wollen sie hier gute Taten tun. Sie helfen in Behindertenheimen, unterstützen sich gegenseitig, machen Sport und gehen zu Aktivitäten. Der nächste Morgen. Philipp und Robin brutzeln das englische Frühstück für die Bayern. Alle Teilnehmer sind auf dem Lager in ihren Trupps untergebracht. Einer von vielen anstrengenden Lagertagen beginnt. Denn morgen geht die Sonne auf in der Welt, wundersamer Runde. Nicht zu überhören. Die Nacht war kurz, der Tag gestern anstrengend. Schließlich gibt es auf dem Lager so viel zu erleben und zu sehen. Und heute warten schon wieder große Abenteuer auf den Trupp. Morgen. Ich kann mir mein Leben ohne Pfadfinder nur vorstellen. Es hat einen halt komplett verändert, wie man mit anderen Leuten umgeht, wie man mit sich selber umgeht, Selbstdisziplin, Selbstverantwortung übernehmen. Und auch zum Beispiel die Natur bewahren oder auch Sachen erleben, die man so nie erleben würde. Weil wer schläft schon 3 Wochen lang im Zelt, bei egal welchem Wetter? Philipp, kannst du mir mal den Ortssachen? Annika und die anderen Fadis dürfen heute zu Splash. So heißt der Tag der Wasseraktivitäten. Jeder bekommt ein Ticket. Ihr baut zuerst einen Rahmen mit den Schnüren und dann baut ihr das Floß. Dann zieht ihr euch um und bekommt Paddel, Helm und Schwimmwesten. And we kit you out with buoyancy helmets. And then we go on the water, okay? Okay. Johanna und Alex sind in der Gruppe, die aus 6 Balken, ein paar Metern Schnur und 4 Fässern ein Floß bauen muss. Die einfache Version von dem Kastenbund haben wir jetzt gemacht. Also bei sowas haben wir ja bei unseren Zelten auch, aber da haben wir das halt jetzt hier ein bisschen vereinfacht. Und, aber wir haben jetzt nicht den Knoten gemacht, den der Tom uns vorhin gezeigt hat, weil wir der Meinung sind, er hält nicht. Sondern haben unseren eigenen, den Mastwurf gemacht, den wir auch bei unseren Zelten immer verwenden. Aber durch das, dass das Seil so rutschig ist, habe ich da jetzt noch einen Knoten drüber gemacht, dass es hält. Man ahnt schon, dass die Flöße nicht nur für die Fortbewegung auf dem Wasser gebaut werden. Ja, also wir sind hier Piraten, wurde uns gerade erklärt, und wir sollen mit unserem Floß, wenn wir dann schwimmen, sollen wir irgendwie versuchen, die anderen auch zu kentern. Und natürlich ist der Floßbau dann doch nur Vorwand für eine riesengroße Wasserschlacht, bei der niemand trocken bleibt. Alex hat schon Schlagseite. Und es kommt noch schlimmer. Aber da ist einer von der anderen Mannschaft gekommen und hat unsere Seile aufgemacht. Zurück im Lager müssen die Bayern den Lagerabend in ihrem sogenannten Subcamp vorbereiten. Mit einer Portion Selbstironie präsentieren die Bayern auf dem Jamboree eine Polka. Und nach dem Üben in der Jurte dürfen am Abend alle aus dem Teillager mitmachen. Resel aus Sonthofen und Alexandra aus Fürth
versuchen, Ordnung ins Chaos zu bringen. Scouts aus 158 Ländern leben in der Zeltstadt. Und sie alle haben aus ihrer Heimat ein Stück Kultur mitgebracht. Aus Hongkong kommt dieser Trupp. Am nächsten Morgen geht es besonders früh los. Es ist der 1. August, der eigentliche Geburtstag der Pfadfinder. Zum Sonnenaufgang treffen sich die 44.000 Pfadis des Chamboree am sogenannten Sunrise Day. Und weltweit tun es Tausende genauso. Am 1. August 1907 eröffnete BP auf der kleinen englischen Kanalinsel Brownsea Island ein erstes Pfadfinderlager mit 22 Jungs. Das war damals, wie auch beim Jubiläum, der Ausgangspunkt. Alle Pfadfinder wiederholen ihr Versprechen, nach den Pfadfinderregeln zu leben, glücklich zu sein, das Leben zu genießen und anderen zu helfen. Der Auftritt des Enkels von BP, der den gleichen Namen wie sein Großvater trägt, ist der emotionale Höhepunkt. Die Pfadfinder helfen den jungen Leuten, erwachsen zu werden. Sie können Fehler mit ihren Freunden machen, die lachen mit ihnen und lachen sie nicht aus. Das ist so einfach. Es ist halt ein direkter Nachfahre von dem Gründer der Pfadfinder. Was für mich irgendwie das Bewegendste ist, was Ben Pau so gesagt hat, war: Verlasse die Welt ein Stückchen besser, als du sie vorgefunden hast. Und ich denke, das ist das, worum sich generell die Pfadfinder drehen. Im Black Magic Tent, einer riesigen Zeltkonstruktion, treffen wir auch den Pfadfinderchor wieder. Abschied liegt in der Luft. Der Chor singt beim Empfang der Deutschen für die anderen Länder. Freundschaften werden geschlossen und das ist wohl der größte Verdienst der riesigen internationalen Gemeinschaft. Auch das schönste Erlebnis geht mal zu Ende. Zurück in Deutschland, in der Hauptstadt Berlin, feiern die Pfadfinder beim Bundespräsidenten das Jubiläum. Der höchste Mann im Staate hat die Schirmherrschaft für das Pfadfinderjubiläum in Deutschland übernommen und hat die Pfadis in den Park von Schloss Bellevue eingeladen. Dabei sind Gruppen der großen Pfadfinderverbände in Deutschland, das heißt vom evangelischen VCP, der katholischen Pfadfinderschaft und Pfadfinderinnenschaft St. Georg, und vom Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. In der Lagerküche führt Susi, Johannas Mutter, das Regiment, kochen für den Bundespräsidenten. Also wir fangen an mit dem Salat, mit dem Salatteller. Und nebenher gibt es dann so eingestellt, auf die Tische gibt es Antipasti. Als Hauptspeise gibt es dann Geschnetzeltes und Asiagemüse mit Reis. Und zum Nachtisch haben wir selber gemacht den Mousse au Chocolat, Obstsalat und rote Grütze. Und seit gestern sind wir theoretisch am Vorbereiten für heute. Nur gestern Abend, die letzte Lieferung kam erst abends um 11. Und darum sind wir ein wenig in Verzug geraten, weil wir mussten das ganze Zeug noch klein schnipseln und sind somit heute Nacht um 1 ins Bett und heute Morgen um 5:30 wieder aufgestanden. Aber wir machen es gern. Und während das Mittagessen noch abgeschmeckt und das Lagerfeuer angeheizt wird, ist Bundespräsident Horst Köhler plötzlich mitten unter den Pfadfindern. Als Flüchtlingskind kam Köhler zum Bund Deutscher Pfadfinderinnen und Pfadfinder
kurz BDP, erzählt er. Ein weiteres Geschenk für Sie aus Ihren alten Zeiten. Haben wir ein paar einmal mal in der Kiste gesammelt. Haben für Sie noch ein paar Bilder zusammengestellt. Wo habt ihr die auch die drei getrieben? Ja, bei ihren alten Gruppen konnte man da doch was finden. Und was er dort gelernt hat, das befähigt ihn auch für sein hohes Amt, sagt er. Der Aufenthalt, die Erlebnisse, das Lernen und das Lernen vor allen Dingen von Gemeinschaft bei den Pfadfindern damals, hat mich doch für mein ganzes Leben geprägt und da bin ich sehr dankbar dafür. Und was die Pfadfinder aus der ganzen Welt machen, mit ihren guten Taten, ist der Beweis dafür, wenn jemand ihn sucht, dass eben eine bessere Welt möglich ist. Schließlich der große Augenblick. Ein Dutzend Pfadfinderinnen und Pfadfinder dürfen mit Horst Köhler Platz nehmen und das gute bayerische Mittagessen genießen. In der Küche muss alles ganz schnell gehen. Und nach dem Mittagessen macht sich der Bundespräsident auf den Weg durch die Zelte und besucht die halbe Welt auf dem Lager, wie diese Gruppe aus Kasachstan. Zurück in Bayern, im fränkischen Fürth. Die Pfadfinder-Idee wird an die Jüngsten weitergegeben. An diesem Oktobertag wird eine neue Meute, so heißen die Kindergruppen, gegründet. Ja, also dann nochmal ganz offiziell Hallo an euch alle. So, ich bin der Wuffi, ich bin 16 Jahre alt und ich mache neben den Pfadfindern, gehe ich natürlich noch zur Schule und mache Musik. Ja, ich bin die Alex, das einzige Mädchen hier von den Gruppen. Ich bin auch 16 Jahre alt, gehe noch zur Schule. Ich heiße Julia, ich bin 7 Jahre alt und mein Hobby ist Schwimmen. Ich bin der Konstantin, ich bin 7 Jahre alt und tue gern Fußball spielen. Es ist jetzt so, ich stehe in der Mitte und der Charlie sagt jetzt einen Namen, zum Beispiel Janis. Dann muss ich versuchen, so schnell wie möglich zum Janis zu rennen und ihm auf die Schulter leicht zu klatschen. Das Jamboree wirkt nach. Alex, Wuffi und ihr Freund Charlie wollen das, was sie bei den Pfadfindern erlebt haben, an die Jüngsten weitergeben. Seit meiner ersten Morgenstunde habe ich gesagt mit der Alex, wir machen zusammen mal eine Gruppe auf. Und ja, jetzt stehe ich hier und ist es soweit. Am Anfang war ich echt nervös. Ich konnte heute Nacht gar nicht schlafen, weil ich nicht wusste, ob jetzt 50 Kinder kommen oder wie jetzt zum Glück nur 12. Aber es lief super. Es hat alles gepasst. Die Kinder hatten Spaß. Es war teilweise ein bisschen anstrengend, die zu beschäftigen, weil ich selber nicht mehr der Jüngste jetzt bin, fällt mir auf. Ich will meinen Kindern ermöglichen, dass sie auch irgendwann mal aufs Jamboree fahren können, weil es ist ein einmaliges Erlebnis. Also ich denke immer noch die ganze Zeit dran, wenn ich die Bilder sehe. Bewegt es mich immer noch. Also sowas vergisst man und sowas wollen wir gerne weitergeben. Ein bisschen Eigenständigkeit, ein bisschen Verantwortung übernehmen für andere Leute. Und ja, einfach mal auch irgendwie sehen, wenn man jemandem helfen kann zum Beispiel. Ihr verabschiedet euch so, ihr tut eure Hände so hoch, die Finger so hoch, genau. Wölflinge, tut euer Bestes. Wir werden unser Bestes tun. Genau. Wunderbar.